Und da geht es auch schon weiter mit South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir hatten eine nette Begegnung mit Tauli. So, und jetzt muss ich... Nee, Moment. Hier war doch über diese hässliche Gasse. Und von da aus komme ich zum nächsten Dingsbums-Punkt. Ja, Schnellreise meinte ich. War der hier links oder rechts? Ja, lass es raus. Okay. Was? Er hat's mir gesagt. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Jimmy, bring uns doch zu dir nach Hause. Gut, dann... In der Zeit hätte ich vielleicht recht schaffen. Eben zu Cartmans Haus und von da aus die Straße runter. Schade, dass man da nicht ganz so beliebig irgendwie reisen kann. Ich meine, Jimmy wird doch wohl zu seinem Haus reisen können. Vielleicht nochmal kurz nach der DNA gucken. Ob wir jetzt was Nützlicheres haben. Wobei, wir hatten ja die Mutantenstärke. Irgendwie glaube ich... nee, Tauli macht nur die Energie höher, aber... Ihr wisst ja, ich bin eher ein Hau drauf und... Naja, ne? Dann lassen wir das mal so. Kommt her, Miezis! Hier, Miez! Deine Mutter ist eine Miez! Hä? Dachte ich mir doch! Jetzt noch an der Haltestelle vorbei. Leute an der Bushaltestelle anfurzen. Das ist Körperverletzung. Dann sollten wir auch schon da sein, oder? Siehst du, da ist Wunderarsch. Hast du Classys Medizin? Ich hoffe mal für dich, dass du sie hast. Ja, klar. Jetzt wird echt langsam Zeit. Halleluja, genau das brauche ich jetzt. Wenn ich meine Medizin nicht kriege, drehe ich einfach voll am Rad. Ihr kennt das sicher. Ja, also wir haben es gerade bei Tauli erlebt. Okay, okay, okay. Ist gleich viel besser. Okay, also, ihr müsst zum U-Storage gehen. Habt ihr verstanden? Da sind die ganzen Katzen eingesperrt. Na also, Kuhn hier ist Blitzkrieg. Wunderarsch hat die Info von Clappy. Nicht schlecht, Neuer. Was habt ihr erfahren? Das U-Storage im Nordosten der Stadt. Da werden die Katzen hingebracht. Im U-Storage war ja klar. Okay, passt auf Classy auf. Ich melde mich bei euch. Verstanden. Blitzfreak N. Blitzfreak N. Blitzfreak N. Blitzfreak N. Blitzfreak N. Classy fühlt sich wie neu. Ja, schön. Dann können wir doch bestimmt ein Selfie machen. Ein Selfie mit meinem kleinen Homie. Jetzt bin ich ihr Homie, weil ich ihr Gras gebracht habe. Läuft bei ihr. Die folgt uns sogar? Ja, gut. Hier folgt irgendwie jeder jeden, wenn man ein Selfie macht. Ja, hatte ich Jimmy eigentlich schon? Lass uns ein Selfie machen. Was, schon wieder? Ich sehe heiß aus. Nee, nicht du. Kein Ding, Kumpel. Ich glaube, Jimmy hatte ich noch nicht. Jetzt haben wir ihn aber. Geht viral in den sozialen Medien. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt besser, du Penner. Wenn ich die Zeit verlangsame, merke ich den Gestank vielleicht nicht. Doch, cool. Na gut, ich würde sagen, gehen wir mal raus. Was? Was? Hey, Knirps, du bist ja selbst Justizler aus den Nachrichten, oder? Nö. Wäre das nicht viel, was? Also, der Sergeant will sich auf dem Revier mit dir unterhalten. Hä? Was soll ich bei der Bullerei? Oh, hey, hallo du. Ja, es hat sich herausgestellt, dass das mit dem Geschlecht, komplizierter ist, als wir gestern besprochen haben, okay? Komm bitte in mein Büro, damit wir die Sache klären können. Okay, danke, okay. Okay, aber... Greift eine starke Schneefrau an, was? Typisch. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, dann mach ein Selfie mit mir. So langsam wirst du eine richtig große Nummer, Neuer. Lust auf ein Selfie? Klar, immer doch. Juhu!
Wie sieht's mit der komischen aus? Ehrlich. Esther folgt dir nicht, also folge ich dir nicht, also tagge mich auch nicht. Hä? Oh, jetzt ich! Wow, für jemanden Neuen hast du ziemlich viele Follower. Tja. Du kannst mich markieren, wenn du willst. Eine Miezekatze. Und da hinten sehen wir... Ein Ödland-Velocitor. Ein Bumerang, verdammt nochmal. Moment mal, waren wir in diesem Haus noch gar nicht? Wieso seht ihr da? Ach, hier wohnt. Moment mal. Genau, wir waren hier in den Häusern wie Clyde, Kevin, Strolley und Bibi. Da waren wir alle noch gar nicht, oder? Wir gehen trotzdem mal rein und gucken uns ein bisschen um. Was hat Bibi für Leichten im Keller außer einem Einhorn? Und einem Glücksbärchi, Plüschi. Und, ja. Eine Lüftung, kann ich da reinfurzen? Verbünde da noch nicht freigeschaltet, dann können wir das später, okay. Wir waren schon lange Parts nirgends mehr auf dem Klo, oder? Du warst doch im Fernsehen. Cool, wie du Gangster kalt stellst. Ich folge dir mal auf Kunstagram. Tu das. Danke, ich sehe dich in den Nachrichten. Jo, du mich auch. Wirst du jetzt bald mein Level up haben? Hi Mädels. Wie, einkaufen bei ihr? Ich würde dich liken, wenn dein Outfit etwas schicker wäre. Nee, danke. Lass uns ein Selfie machen und Kunstagram-Freunde sein. Genau, Call Girl. Echt toll. So, jetzt hole ich mir noch das Yaoi-Bild. Blick des Donners. Die Bibi-Frühjahrskollektion ist da. Eianzug hat wieder was zum Teufel. Und mit diesen Sachen soll ich hübscher werden? Nee, sorry, also dann will ich dich nicht als Follower. Ich werde mal noch euer Klo verstopfen. Und das Schlafzimmer von deinen Alten durchsuchen. So. Dann wollen wir mal. Und wir müssen drehen. Schon wieder drehen. Druck aufbauen. Jetzt in die andere Richtung. San Francisco Tower. What the fuck, Alter. Ah, das war's schon. Aber je mehr Sachen man gleichzeitig machen muss, desto mehr komme ich durcheinander. Naja, egal. Wir schauen jetzt trotzdem mal bei Mr. Mackey vorbei. Der hat ja schon gesagt, er hätte da noch was komplizierteres, blabli, blub und... Ja, du. Du bist doch wahnsinnig. Ich weiß. Auf diesen Helden ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Ja, deine Mutti. Chaos kann man nicht entfliehen. Oh, vielleicht doch. Oh, Moment mal. Ja, in diese komische Halle gehe ich auch noch irgendwann. Aber wenn wir schon mal gerade dabei sind, hier die... In die Karre komme ich nicht. Oder komme ich von der anderen Seite ran? Wenn ich von hier rangehe... Oh, Moment, doch. Na gut. Hör auf damit, Hirni. Schnauze. Biatsch. Hey, Moment mal. Ich würde schwören, diese Tasche habe ich eigentlich mal. Whatever.
Und mal folgt die Olle mir schon? Sicher, warum nicht? Ja, tut sie. Oh, nochmal? Okay. Ja, sie auch. Okay, okay, okay. Der Lehrer, der folgt mir auch, das weiß ich. Da oben ist er immer noch in Yaoi, also... Ah, Moment mal. Ja, dann wissen wir ja... Ne, wenn da gerade ein Yaoi-Bild erreichbar ist... Dann können wir ja mal... Warum hat mir keiner gesagt, dass heute Superhelden-Kostümtag ist? Weil dich keiner leiden kann, du Pisser. Startbereit! Wow, wow! Ah. Ja! Hopp. Okay, so. Geschafft! Neokonomikon. Ja, genau. Er ist der Kuhn. Alter! In dem Hintergrund Kiss heben! Lass den Kack! Bereit? Nee, eigentlich nicht. Ja! Bis dann! Und da haut er wieder ab. Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! Sag mal, du verarschst mich gerade, oder? Eindringlinge kriegen auf die Fresse! Ah, jetzt verstehe ich, wie das geht. Aber erstmal. So kann ich nämlich anscheinend auch dadurch. Oh, war ich nicht schnell genug? Doch, war ich. Blöder Sack. Immer noch gesperrt. Oh. Oh gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Na gut. Ich habe das Feedback vom Direktor bekommen, dass unser Gespräch über das Geschlecht, ich meine über Gender, nicht präzise genug war. Und also er hat mir ein paar Richtlinien gegeben, wie ich dir gründlicher helfen kann, dein Gender zu erkennen, okay? Das Geschlecht, mit dem du geboren wurdest, auch das, mit dem du dich jetzt identifizierst. Ja, männlich. Okay, super. Also wie du weißt, bedeutet das, du bist cisgender. Okay, super. Als nächstes sprechen wir im Zusammenhang mit deinem Geschlecht über deine Sexualität. Also viele denken, dass Geschlecht und Sexualität dasselbe sind, aber nein, das stimmt nicht, nein. Okay. Also, wie würdest du das Geschlecht der Personen bezeichnen, die du, sexuell anziehend findest? Okay, das heißt, du bist hetero oder auch heterosexuell. Okay. Ja. Ah, jetzt kann ich wieder mein neues Artefakt hier einsetzen. Schön, dass wir das besprochen haben. Oder einen Platz mehr, vielmehr. Sei vorsichtig, okay, denn das eine hatte ich ja schon gegen ein neues eingetauscht. Oder so. Mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Okay, Mr. McKay, okay? Oh. Ah. Oh nein. Doch. Was kann ich für dich tun, Neuer? Bleiben Sie mal kurz so. Oh nein. Doch. Okay, Artefakte. Ja, haha, jetzt geht's los mit Erics komischen Buch da. Erinnert ihr euch an die Folge? War das nicht hier, von wegen hier, wenn die Testerburger hasst die Schlümpfe oder wie war das? Ach nee, es war ja die Sporthalle, hier war ich schon und... Oder? Hatte ich die... Ich könnte schwören, ich habe diese... Nee, die Tasche ist auf, doch. Sehe ich ja jetzt da oben. Da hängt was runter. Bye, Mädels. Hey, da ist ja dieser Junge! Ja, so ein Cisgender! Und auch noch heterosexuell! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Aha. Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Schon wieder? Na gut, wenn ihr auf die Fresse Solche wollt. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Aber wetten, dass wir jetzt den ersten... Sag mal! Moment, wieso Pause? Aber ich will doch...
Nein! Ich will aber... Alter, willst du mich ver... Ach so. Ja, ich will trotzdem den ersten Zug haben. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Ja. Und genau deswegen kriegst du jetzt auch eine. Bam! Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Soll ich jetzt Angst haben? Ich bin wieder da, Leda. Hm? Was? Oh, super. Hatscha. Ja, suboptimal. Immer wieder gerne. Was? Bullshit, das ist Bullshit. Was zum Teufel? Ich werde dich besiegen. Ach ja, er ist verwirrt. Oh, du musst dir bessere Freunde suchen, mich zum Beispiel. Ja, du mich auch. Gute Neuigkeiten, ich bin dran. Ja gut, dann... Räuber kam's. Ach, wir haben ihn nur wütend Geld? Gemacht. Halleluja. Aber wenigstens aber ein Schild. Ja, pass doch mal auf, Craig. Sicher doch. Wir passen doch immer auf. Hier kommt der Kuhn. Tja. Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Den ersten Bauer haben wir schon mal umgehauen. Hau rein, Neuer. Nee, ich furze rein. Tröd. Das gibt garantiert eine Narbe. Jetzt seid ihr angewidert und werdet Probleme bekommen. Ihr tretet kleine Kinder. Captain an Deck! Er ist immer noch verwirrt? Scheiße gelaufen, Neuer. Wo geht der mir auf den Sack? Ich bin dran. Ach nee, er muss vor einem stehen, damit er das machen kann. Ist doch voll doof. Moment, nee, er könnte... Ja, das wird jetzt leider so sein. Na. Nee, da muss ich ihm normal eine verpassen. Wieso? Der ist doch noch verwirrt. Wieso kann ich ihn dann nicht irgendwie normal schlagen? Oder? Ne, egal. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Kann ich eigentlich auch jemand anderem? Ah nee, das gilt ja nur für Cartman. Aber hey, wir können... Genau. Er hat ja eine größere Reichweite bei seinem Ultimate. Bei der Tollwutimpfung. Ja, wir sind immer noch verlangsamt, ein bisschen angeschlagen und. Ja, den können wir tothauen und wie sieht's bei ihm aus? Ihnen noch nicht. Also jetzt mit dem. Doch, können wir. Zu früh. Physischer Schaden, das Beste. Aber wenigstens ist Scott wieder normal. Und jetzt beenden wir diesen Kampf mal. Mit seiner Diabetes-Power, genau. Vorurteilsansturm. Ja, Und nu? Die Sechsklässler können mich gerade mal am Arsch lecken. Und... Was war jetzt nochmal die... Hier, ich glaube zu... Ja, nee, wir sollten ja zur Polizei kommen. Und... Dann war doch noch was im... Hier, im Ustoid. Wo war nochmal das Ustoid? Da. Ah nee, da können wir noch gar nicht hin. Anscheinend steht die Quest noch gar nicht. Ach ja, Tweak. Da war ja auch noch was im Tweak-Café mit Craig. Wir haben noch ein bisschen was wir erledigen können. Aber ich würde sagen,
Wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss mit diesem Part und sehen uns hoffentlich in alter Frische im nächsten Part wieder. Haut rein!